Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich war am Montag essen und zwar im Anytimes Essen und mehr im Konstanzer E-Center in Konstanz. Der Name ist Programm Anytimes Essen und mehr, das neue Bistro im Konstanzer E-Center. Hier wird schon beim Einkaufen der Hunger gestillt im neuen Anytimes. Echter Hingucker, Leckerbissen und der neue Treffpunkt des Konstanzer E-Centers direkt neben dem Brothaus Bauer. 6 Tage die Woche, von frühmorgens bis abends, gibt es hier frisch zubereitete Speisen. Ein in der Form und in dem Umfang einzigartiges Angebot in Konstanz. Aha, schon im kreativen Namen Anytimes wird die Idee auf den Punkt gebracht. Leckeres Essen und Trinken einfach jederzeit angelegt. Ans Englische Simply Anytime. Naja, so kreativ finde ich das jetzt nicht, aber gut. Ob für ein stärkendes Frühstück zum Tagesauftakt, herzhaftes Mittagessen, ein warmes Abendessen oder einfach für einen kleinen Snack oder munter machenden Kaffee zwischendurch, so flexibel wie kaum anderswo, kann hier der kleine und große Hunger gestillt werden. Das moderne Design versprüht eine gemütliche, inspirierende, geradezu wohnliche Atmosphäre. Entsprechend bereitet nicht nur das leckere Essen Freude, sondern auch das genussvolle Verweilen, der Austausch beim Mittagstisch mit Geschäftspartnern oder Kolleginnen sowie der Plausch mit Freundinnen und Freunden. Das Speiseangebot lässt kaum Wünsche übrig. Sie haben die Wahl. Das Sortiment des Edeka Centers ist die Vorratskammer unserer Köche. Neben vielfältigen Frühstücksvarianten morgens zwischen 8 und 10:30 Uhr gibt es eine wöchentliche Mittagskarte mit täglich wechselnden Tagesgerichten, erhältlich von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr bzw. so lange der Vorrat reicht, sowie täglich verfügbare saisonale Wochengerichte. Darüber hinaus bietet die allgemeine Speisekarte eine reiche Auswahl von herzhaften Suppen über knackige, gesunde Salate hin zu deftigen Klassikern, vegetarischen Gerichten genauso wie Fisch- und Fleischspeisen, zudem Kinderteller mit den Lieblingsgerichten für den Nachwuchs. Eine umfangreiche Getränkekarte mit Heiß- und Warmgetränken rundet das Angebot ab. Und nicht zuletzt im Anytimes sprechen die Öffnungszeiten für sich und sind genauso einfach einzuprägen, wie das Essen bestellt. Montag bis Samstag jeweils von 7:30 Uhr bis 20:30 Uhr. So, ich habe ja Mittag gegessen. Trotzdem möchte ich mir ganz kurz die Frühstückskarte noch vornehmen. Hier gibt es also ein Mini-Frühstück mit einem Glas Orangensaft, einem Croissant, Butter, Honig, Nutella oder Konfitüre für 4,10 €. Das kleine Frühstück, da gibt es dann ein Brötchen statt Croissant. Weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat, was, wenn ich ein Mini-Frühstück möchte. Aber mit Brötchen statt Croissant, egal. Da gibt es also ein Brötchen nach Wahl, eine Scheibe Käse, Scheibe Schinken, Butter, Honig, Nutella oder Konfitüre nach Wahl. Das heißt, da habe ich ein halbes Brötchen, was ich mit Schinken und Käse belegen kann und ein halbes Brötchen, was ich mit Süßen dann beschmieren kann. Auch ein interessantes Konzept. Dann gibt es großes Frühstück mit zwei Brötchen nach Wahl und diversen Belägen für um die 9,90 €. Es gibt ein Eierfrühstück mit Bacon, Rührei oder Omelette für 6,10 €. Das sieht ganz ordentlich aus. Ein Vitalfrühstück mit Müsli und Joghurt. Ein großes Veggie-Frühstück ohne Wurst für 9,90 €. Und dann gibt es zu guter Letzt noch ein Deluxe-Frühstück für 23,90 € für zwei Personen mit zwei Gläsern Piccolo, inklusive sowie Tomaten-Mozzarella-Salat, Räucherlachs und. Das ist so das Frühstückskonzept. Dann gibt es hier die allgemeine Wochenkarte. Ich hatte mich ja für das Kalbsrahmgulasch mit den hausgemachten Spätzle entschieden. Das ist die dritte Speisekarte. Da geht's los mit Suppen. Klare Kraftbrühe mit Flätle, hausgemachte Gulaschsuppe vom Rind. Außerdem gibt es Salate mit Essig- oder Öldressing oder cremigem Hausdressing, also ganz nach Wunsch. Es gibt einen kleinen gemischten Salat für 4 €, großen Salat für 7, große Salatplatte für 12 € und wahlweise gibt es dann dazu gebackene Zanderfilet, Knusperle mit Remoulade, gebackene Streifen von der Hühnerbrust. Wobei ich jetzt nicht weiß, wo es die dazu gibt und was das dann extra kostet. Geht hier nicht so ganz daraus hervor. Wahrscheinlich gibt es das zur großen
Salatplatte. Es gibt einen Wurstsalat mit Salaten garniert, mit oder ohne Käsestreifen. Zu allen Salaten reichen wir einen kleinen Brotkorb. Dann gibt es die vegetarische Karte in Anführungsstrichen. Da gibt es hausgemachte Kässpätzle mit Sahne und Röstzwiebeln für 8 Euro oder Penne mit Tomaten, Gemüse, Sugo und das ist sogar vegan. Jeweils 8 Euro. Klassiker Bolognese auch um 8 Euro. Currywurst rot oder weiß mit hausgemachter Soße, Pommes oder Brötchen. Je nachdem 7 Euro oder 3,80 Euro. Portion Pommes dazu 3,50 €. Es gibt Kinderteller, Spätzle mit Soße 3,50 €. Ein Stück paniertes Schnitzel vom Schweinerücken mit Pommes oder Spätzle für 7,50 €. Und dann gibt es noch Fleisch und wahlweise dazu gibt es hausgemachten Kartoffelsalat, hausgemachte Spätzle oder Pommes. Entweder zwei Stück hausgemachte Hackfleischküchle für 9,30 € oder zwei Stück panierte Schnitzel vom Schweinerücken für 12 €. Zwei Stück panierte Schnitzel von der Putenbrust für den gleichen Preis, Cordon Bleu vom Schweinerücken für 13 Euro mit Bergkäse und gekochtem Schinken gefüllt und zu guter Letzt Fisch, Lachsschnitte vom Grill 14 Euro an Zitronen, Weißweinsoße mit Reis und Marktgemüse. Was mir jetzt fehlt, wäre ein Steak. Vielleicht kommt das noch. Vom Ablauf her so ein bisschen kantinenmäßig das Ganze. Das heißt, man bestellt hier sein Essen, kriegt dann einen Teller gereicht und bezahlt dann an der Kasse. Und damit läuft man dann ins Restaurant und setzt sich irgendwo hin. Und das mache ich jetzt. Und vor mir steht jetzt mein Mittagessen, nämlich das Kalbsrahmgulasch an hausgemachten Spätzle. Und das war ein durchaus solides Gericht für, ich glaube, 9,80 €. Da kann man sich eigentlich nicht beschweren vom Preis her. Mir hat ein bisschen gefehlt, irgendwas Frisches, irgendwas Grünes auf dem Teller. Also wenigstens ein Stück frische Petersilie oder so. Außer einem Lorbeerblatt habe ich da leider nichts gefunden. Aber es hat gut geschmeckt. Dafür, dass man bei der Essensausgabe bisschen den Eindruck hat, sich in einer Kantine zu befinden, finde ich das Restaurant selber etwas drüber, ehrlich gesagt. Obwohl ich zugeben muss, dass es schon gelungen ist. Also es sieht schon wirklich schick aus. Und wenn man fertig ist, dann kommt das Tablett mitsamt dem Geschirr, wie beim McDonald's, in den dafür vorgesehenen Abstellbereich. Ein letzter Blick in die Küche. Ich glaube, ich würde das vorsichtig empfehlen. Kann man zumindest mal testen in der Mittagspause oder ein paar Eier mit Speck zum Frühstück. Vielen Dank für euer Interesse, vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, Abo oder Like.